Hallo zusammen! Ich wurde letztens gefragt, ob ich denn nicht mal ein Video machen kann über die neuen Cola-Sorten, die jetzt erschienen sind. Und weil das bestimmt ein interessantes Thema ist, habe ich mir gedacht, warum nicht? Deshalb gibt es heute ein kleines Video zur neuen Cola. Insgesamt sind zwei neue Cola-Sorten in Japan am 22. Januar erschienen, wobei das eine keine neue Geschmackssorte ist, sondern nur einfach eine neue Flasche, in der sie präsentiert wird, nämlich die Sakura-Bottle. Die ist hier. Die gab es letztes Jahr schon in einem anderen Design. Jetzt gibt es sie wieder. Etwas früh für die Kirschblüte, aber man muss sie sich jetzt schon kaufen, weil sonst bekommt man sie wahrscheinlich nicht mehr. Ist wirklich niedlich gestaltet mit den vielen großen Kirschblüten drauf. Sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Ich habe sie bisher nur an einem einzigen Ort gefunden. Offiziell gibt es sie in Supermärkten, Kombini und Souvenirshops. Und sie kostet ohne Steuern 125 Yen. Insgesamt sind 250 Milliliter ganz stinknormale Cola drin. Und ja, wie gesagt, ich habe sie nicht getrunken, weil es ganz normale Cola, sondern nur wegen der Flasche gekauft, die ich mir als Souvenir aufheben möchte. Special Edition 2018 Spring, die neue Sakura-Bottle von Coca-Cola. Eher interessant ist die andere neue Sorte, die von Coca-Cola herausgekommen ist. Das ist nämlich die Coca-Cola Peach mit Pfirsichgeschmack, wie man hier schon auf dem Bild sehen kann. Da ist ein Pfirsich abgebildet. Die Flasche ist in Pink gehalten. Sieht recht schön aus. Der sprudelnde Pfirsich hier lädt schon ein, sie zu trinken und ich war natürlich sehr gespannt, wie sie geschmeckt hat. Ich habe sie zum Glück gleich am ersten Tag gefunden. Die steht aber inzwischen auch wirklich überall rum. Die gibt es massenweise in jedem Supermarkt oder im Kombini. Da unterscheidet sich auch ein bisschen der Preis, je nachdem, wo man sie einkauft. Offizieller Verkaufspreis in 140 Yen. Das bezahlt man auch gut und gerne im Kombini. Bei uns im Supermarkt kostet sie 83 oder 85 Yen, also recht günstig für die normalen 150 Milliliter, die da drin sind. Und ja, ich habe sie schon probiert, mir schmeckt sie sehr gut, aber ich werde sie für euch jetzt nochmal öffnen. Bam! Mit sehr viel Kohlensäure. Farblich ist sie genauso gehalten wie die ganz normale Cola auch. Ich nehme mir einfach mal einen Becher, damit ihr es besser seht. Ein Kalpesbecher. Hier seht ihr es nochmal. Ganz normale Cola, ganz normale Farbe. Sie hat einen leichten Pfirsichgeruch, was mir sehr gut gefällt. Und auch, wie schon gesagt, geschmacklich hat sie ein wenig Pfirsichgeschmack. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Der hält sich allerdings ein bisschen im Hintergrund. Also die Cola steht weiter im Mittelpunkt des ganzen Getränkes. Aber es ist wirklich ein sehr interessanter Nachgeschmack von Pfirsich, der mir wirklich sehr gut gefällt. Also ich werde die Cola jetzt öfter kaufen, mir anstatt einer normalen Cola die Peach holen. Und ich hoffe, dass sie noch eine Weile in den Läden bleibt. Offiziell ist nicht gesagt, wie lange sie da bleiben wird, aber ich hoffe, es werden doch 2-3 Monate werden. Wenn ihr die Peach Cola einmal ausprobieren wollt, ist es natürlich ziemlich schwer, da dran zu kommen, wenn ihr nicht gerade in Japan seid. Denn vor allen Dingen, so eine Flasche hat 500 Milliliter drin, ist demnach auch ziemlich schwer. Deshalb kommen da auch ziemlich hohe Versandkosten auf einen zu, wenn man sie aus Japan bestellt. Da sind, glaube ich, 1000 Yen Minimum, allein um die Flasche nur zu senden. Das heißt, wer sie ausprobieren muss, muss ein bisschen Geld investieren. Oder man bestellt sie halt irgendwo anders mit anderen Sachen dazu, wenn man eh schon viel bestellen möchte, dass man sie einfach als kleines Mitbringsel mit in das Paket mit rein tut. Oder man hat gerade jemanden in Japan, der gerade auf dem Rückflug ist und sie mit in den Koffer reinschmuggeln kann und einen dann die Flasche aus Deutschland zuschickt. Online ist sie unter anderem schon bei Candy Sun erhältlich, natürlich mit den hohen Versandkosten, wie ich schon gesagt habe. Aber vielleicht findet man auch in Zukunft irgendwelche Alternativen, wenn die Cola etwas verbreiteter ist. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Ideen für Videos habt, wie ihr merkt, ich bin da offen dafür. Wenn mir das Thema auch gefällt, mache ich da auch gerne ein kleines Video dazu. Ansonsten würde ich mich wie immer über Däumchen hoch und Kommentare freuen und heiße natürlich auch neue Abonnenten willkommen. Bis bald!